Bei mir sieht's so aus, dass ich jetzt endlich weiß, wie man Wolle färbt. Nämlich, weiße Wolle kriegt man nur von Schafen. Ja, deswegen muss man die Schafe weiß färben mit Knochenmehl. Und graue Wolle und so, also dann kann man die weiße Wolle grau färben, ja. Aber man kann keine graue Wolle weiß färben. Deswegen, man kann nur weiße Wolle färben und die kriegt man nur von Schafen. Sehr schwul. Ja. Ist nicht allzu cool. Ey, gib mir das Spoiler warum, wieder! Warum hast du den Hühnern hier so ein Fangkling gebaut? Ja, das soll einen Futterdruck darstellen. Du darfst da bloß nicht zu sehr reingucken. Du sollst ja von außen drauf gucken. Von außen hat es Ähnlichkeiten mit einem Futterdruck. Zu spät, Alter. Ich habe da so tief reingeguckt und bin jetzt sehr erschrocken. Und ich glaube, ich komme jetzt nicht mehr auf mein Leben klar. Ich brauche eine Pause. Okay. So, vielen Dank, das war Freunde. Schon wieder. Seid doch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir über Futtertruge und ihresgleichen reden. Wir haben auch einen Futtertrug-Talk auf birnschwein.tumblr.de. Dort könnt ihr euch gerne austauschen, welche Arten von Futtertruge eure Lieblingsart ist, ihr Du hast nicht, entweder musste TS ein bisschen runterregeln. Alter, das hat mich jetzt voll erschreckt. Oh, du darfst halt nicht so leise reden. Ansonsten. Du darfst nicht so hässlich sein, Pascal. Sag TS einfach so, nö, und dich verstehe ich leider nicht, du redest gerade nicht. Ja, jetzt willst du mich verarschen. War fast witzig. Ich hätte fast gelacht, aber. Jetzt hast du ja geweint. Ja. Wie, du schlachtest jetzt nur die Schweine und züchtest sie nicht nach. Hey, was ist denn das hier für eine komische Bank in dem Schweine? Es soll eine Bank sein, ja, damit die Schweine auch endlich mal Geld abheben können. Ich dachte, wenn die endlich mal sitzen können. Die Fragen, die du immer stellst, ist doch klar. Kann ich das da reintun? Leute, kann ich wirklich? Wir nehmen jetzt eine halbe Stunde auf, damit ich in einer halben Stunde wichtige Termine machen kann. Boah, das sieht schön aus. Sollen wir nach dieser Aufnahme FIFA vielleicht aufnehmen? So eine End-Koop-Season-Session? Mal schauen. Und wenn wir nochmal richtig geile Spiele haben, dann löschen wir einfach die letzten. Oder du guckst da kurz drüber über die Aufnahmen, ob wir die nehmen können oder nicht. Und dann können wir aussortieren. Weil wir hatten jetzt gar keine Abschiedssession, wo wir uns mal so bedankt haben dafür, dass die Leute über den ganzen Zeitraum von August bis September dabei waren. So treu. Ich weiß nicht, wann das alles angefangen hat. Ich brauche jetzt einen guten Spruch. Ja, wie gesagt, mutig ist, wer bei Durchfall furzt oder wie auch immer das war. Das passt auch nicht zum Zauberlehrling. Voll bescheuert. Wie nennt man ein helles Mammut? Helmut. Oh mein Gott. Juden werden hier nicht bedient. Oder ist dir das zu fatal? Fatal. Fatal. Wie soll der denn heißen? Ein Witzbold. Was du darfst jetzt auch ein bisschen entscheiden, wie der heißen soll. Der Zauberlehrling, der zweite, der etwas mehr kann als der Jarnix. Muss der auch einen ausländischen Namen haben oder können wir mal
einen deutschen nehmen. Der soll irgendwas Witziges haben. Also irgendwas, was besser ist als Chan Nix, aber so Chan mehr oder so. Sowas wie Wilhelm Kackebart oder Wilma Lecken oder Axel Schweiß oder sowas, die Klassiker. Oder die beiden Geschwister Paxi und Fixi. LOL! Ach, scheiße. Ja, ohne das. Oh. Ich hab voll die schöne Aussicht von hier oben. Muss ich mal sagen. Hallo! Hallo! Was ist denn für ein Vogel da? Ich komm gleich hoch. Na, warte. Wenn ich dich in die Finger krieg, hau ich dich zu Brei. Ich pack dich und fick dich. Voll cool, Alter. Voll hoch hier, Alter. Ich schwöre. Jetzt drei Zimmer? Ne, zwei und hier zwei. Ganz zwei. Hier oben kommt jetzt noch ein Zimmer. Und ganz oben kommt der Zaubertisch. Zauber und bekommt hier, gibt's ja auch noch einen Zaubermeister. Der, ja, der Zaubermeister kommt hier auf die Etage. Und da drüber kommt dann der Zaubertisch. Okay. Wem wird jetzt das Zimmer gehören? Ja, das ist die Frage, ich weiß noch nicht. Ah, jetzt hab ich's. No, jetzt benutze einfach Neues. Nice. Das ist voll der schwule, Och, ja. Doch in Ordnung, wenn sich zwei Geschwister mal ein Zimmer teilen, oder? Wieso kann ich das nicht abbauen? Mann. Weil du nicht die Rechte hast. Ja, jetzt hab ich's. Ja, voll. Das ist cool. Ich glaube, ich mach das eher so. Hm. Sieht nicht schlecht aus. Das auf gar keinen Fall. Ja, das sieht cool aus. Ja, das mache ich so. Jetzt muss ich das echt googeln. Komm schon. Google. Und währenddessen schön aus dem Fenster. Ja, geil. Gegen die Metallstange. Ne, ich gehe einen höher. Da. Ja. Und da. Da unten ist er. Spruch des Tages. Jede Blume muss durch Dreck wachsen. Sprüche sind allzu lang. Es ist nicht der Berg, den wir bezwingen uns selbst zu lang. Sei kein Gefangener deiner Vergangenheit, werde zum Architekten deiner Zukunft. Oder Facebook-Sprüche. Warum bekomme ich Werbung vom iPhone 8? Ich dachte, es gibt jetzt schon das iPhone X oder sowas. Was nur für ein Handy? 6, iPhone 6, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Zu lang, die Sprüche sind halt zu lang. Zu lang. Nein!
Ich muss noch googeln wegen witzigen Namen. Witziger Namen. Lol. Hau mal welche raus. Hau mal welche raus. Karl Rasur, Wilmar Bier, Rainer Mörder. Lol, Rainer Mörder ist Kinderarzt. Justin Weicherding. Erik Ziong. LOL. Sergei Fährlich. Michel Kahle. Wilma B. Steigen. Oh mein Gott. Dr. F. Otze. F. Fotze. Herr Jemine, Kurt Mord, Isolde Maduschen. Lol. Frau Schluck. Lol. Pedrophil. Lach mich tot, Alter. Kann gleich nicht mehr. Bitte sei mal vorsichtig. Klarer Fall. Lol. Dr. Schiele ist Augenarzt. Lol, Christine hoch. Ja, Christian Steifen ist auch gut. Komm schon, Alter, wieso? Ich muss überlegen, wie soll er heißen? Zauberlehrling. Sollen wir vielleicht die Aufnahmen unterbrechen? Sonst wird das Video noch gemeldet wegen zu viel Langeweile. Die darauffolgenden Sendungen verschieben sich um eine Stunde. Ich weiß es nicht. Erzähl mal was. Dann kann ich wenigstens überlegen. Ich gucke gerade. 14, My Story. Pro Career Mode Episode 5. Halloween. Von Shade. Dadurch bin ich auch in der vorherigen Session auf das Thema Career Pro Modus in FIFA gekommen. Wurde am
Das Video wurde am 31.10.2013 veröffentlicht, zufälligerweise am selben Tag wie halt Halloween oder dieser Reformationstag ist. Ich habe persönlich FIFA 14 nie gespielt. Ich bin erst so mit FIFA eingestiegen. Davor war ich eigentlich gar nicht so in Computerspiele irgendwie so gar nicht so viel mit zu tun. Auch ein hatte ich dafür, aber war eher so bei GTA 4 eigentlich jahrelang nur. Ah, ich habe gerade bei 1 Minute 19 gespielt.